Hello, Twinkle. Wenn alle Sterne zu sehen sind, ist es Nacht. Schau, da ist Häschens Hütte. Und da ist das kleine Babyhäschen. Es sieht sehr müde aus. Es ist fast Babyhäschens Schlafenszeit. Kannst du ihm helfen, sich fürs Bett fertig zu machen? Nun, hilf Häschen, die Zähne zu putzen. Schön putzen. Hin und her. Genau so. Gut gemacht, Häschen. Zeit, ins Schlafzimmer zu gehen. Zieh deinen Schlafanzug an, Häschen. Gut gemacht. Schau, Häschens Schlafanzug hat Monde und Sterne drauf. Sterne, genau wie du, Twinkle. Jetzt ist es Zeit fürs Bett, Häschen. Schüttele Häschens Kissen, Twinkle. Ja, so. Jetzt kuschle dich schön warm ein mit deinem Karotten-Teddy. Zeit für eine Umarmung und dann wird geschlafen. Zeit für kleine Häschen einzuschlafen. Genau so. Mach die Augen zu. Gute Nacht, Häschen. Gut gemacht, Twinkle. Du hast Häschen in den Schlaf geschickt. Gute Nacht, Twinkle. Hallo, Twinkle. Wie geht es dir heute? Fliegst du gerne am blauen Himmel? Oh, schau, eine flauschige Wolke. Wusstest du, dass diese Wolke viele verschiedene Formen annehmen kann? Wow, ein Quadrat. Ein Quadrat hat vier Seiten. Eins, zwei, drei, vier. Fantastisch! Ein Dreieck! Wusstest du, dass ein Dreieck drei Seiten hat? Eins, zwei, drei.
Wie wundervoll! Ein Kreis! Ein Kreis hat eine Seite. Möchtest du, dass die Wolke eine andere Form annimmt? Wie wäre es mit einer Form, die viele Seiten hat? Zum Beispiel ein Stern. Magst du dem Stern ein High Five geben? Gut gemacht, Twinkle. Jetzt hast du einen neuen Freund. Tschüss, Twinkle. Schau, es ist Twinkle der Stern. Hallo, du siehst ja glücklich aus heute. Was macht Twinkle da mit all den Wolken? Sie schiebt sie zusammen? Oh, natürlich! Es ist eine Spielmatte. Und jetzt hast du deine Spielzeugkiste geholt. Ich frage mich, was da für lustiges Spielzeug drin ist. Oh, toll! Jetzt hast du eine Raute gemalt. Eine Raute hat 4 Seiten. Gut gemacht. Ich frag mich, was in der Spielzeugkiste ist. Oh, schau! Ein Kreisel! Dreh ihn mal! Wow, wie er saust! Na, denk daran, dein Spielzeug aufzuräumen, wenn du fertig bist mit Spielen. Ich frag mich, was sonst noch in der Spielzeugkiste ist. Oh, wow! Ein Baseball! Da ist doch bestimmt auch ein Baseballschläger drin. Da ist er! Lass uns mal sehen, wie weit du den Baseball schlagen kannst. Wow, gut gemacht! Was ist da noch zum Spielen? Oh, schau! Ein Teddybär! Er sieht so süß und kuschelig aus. Und da sind auch Bauklötze. Schau! Die sind ja bunt! Na los! Bau einen schönen großen Turm. Wow, super gemacht. Aber denke daran, du musst dein Spielzeug aufräumen, wenn du fertig bist mit Spielen. Genau, gute Arbeit. Tschüss, Twinkle. Hallo, Twinkle. Was für ein toller Tag heute. Wow, schau dir die Mauern an. Sie haben verschiedene Formen. Da ist ein Quadrat, ein Dreieck, ein Kreis. Oh, schau, Twinkle. Die Wolke schwebt zur Mauer. Ich hoffe, sie bleibt nicht stecken. Sie hat sich in ein Quadrat verwandelt, Twinkle. Oh, schau. Hier kommt noch eine. Ich frag mich, was passieren wird, Twinkle. Oh, sie wurde ein Dreieck. Oh, hier kommt noch eine. Mal sehen, was mit dieser passiert. Sie wurde ein Kreis. Das hat Spaß gemacht, nicht wahr, Twinkle? Was ist los, Twinkle? Twinkle, möchtest du ausprobieren, ob du deine Form verändern kannst, so wie die Wolken? Na los, Twinkle, du schaffst das! Du wurdest ein Quadrat, damit du passt! Was für eine brillante Idee, Twinkle! Warum versuchst du nicht die nächste? Du hast es wieder geschafft, Twinkle. Du wurdest ein Dreieck, damit du gepasst hast. Wie schlau du bist. Nur noch eine Mauer übrig. Oh, gut gemacht, Twinkle. Du wurdest ein Kreis, damit du gepasst hast. Genau wie die Wolke es gemacht hat. Du bist sehr schlau, Twinkle. Denn weil du wusstest, was ein Quadrat, Dreieck und Kreis waren, hast du durch die Mauer gepasst.
Tschüss, Twinkle. Was für ein lustiger Tag es doch war. Hallo, Twinkle. Hast du einen guten Tag? Schau, da ist Sandy, die Möwe. Möchtest du mit Sandy spielen? Du musst nur zur anderen Seite des Teichs gelangen. Fertig? Hüpfe hoch. Gut gemacht, Twinkle. Schau, Twinkle, da ist dein Seerosenblatt. Kannst du runterhüpfen? Wow, Twinkle, das sah spaßig aus. Kannst du zur Seite hüpfen? Du bist fast bei Sandy, der Möwe, angekommen. Das machst du gut, Twinkle. Du bist hochgehüpft. Du bist runtergehüpft. Du bist zur Seite gehüpft. So, wie kommst du jetzt zur anderen Seite vom Teich? Schau, Sandy, Twinkle ist hier. Jetzt könnt ihr zwei spielen. Tschüss, Twinkle. Tschüss, Sandy. Hallo, Twinkle. Du siehst ja glücklich aus heute. Oh, schau. Zwei bunte Vöglein. Schau, wie süß die sind. Warum gehst du nicht Hallo sagen? Schau, Twinkle, hier ist ein blauer und hier ist ein roter. Die winken Hallo. Die sehen sehr fröhlich aus. Oh nein, die zwei Vögel fliegen weg. Ich frag mich, wohin sie fliegen. Keine Sorge, Twinkle. Ich bin mir sicher, dass du sie wiederfinden wirst. Sind sie in dem Baum? Oder vielleicht dahinter? Nein, wohl doch nicht. Vielleicht der andere Baum. Was ist denn da rot? Genau, Twinkle. Schüttle die Äste. Da sind sie. Geh und checke den anderen Baum. Und da ist der blaue Vogel. Gut gemacht, Twinkle. Du hast die Vögel gefunden. Hurra! Es ist so toll, deine Freunde wieder zu haben. Jetzt könnt ihr spielen gehen. Tschüss, Twinkle. Viel Spaß. Hallo, Twinkle. Möchtest du heute im Garten spielen? Pflanzt du Gemüse an? Zuerst musst du ein Loch buddeln. Oh. Gut gemacht, Twinkle. Was jetzt? Samen. Wundervoll. Die Samen werden bald zu Gemüse. Du brauchst nur etwas Geduld. Du musst die Samen in die Erde setzen. Dann kannst du sie mit mehr Erde abdecken. Gute Arbeit. So, was denkst du, was die Samen zum Wachsen brauchen? Wasser. Super. Gießt du etwas auf die Erde? Gut gemacht. Jetzt wurden die Samen bewässert.
Meinst du, einer deiner Freunde könnte dir helfen? Ja, Herr Sonne wird eine große Hilfe sein. Sonnenschein ist genau das, was die Samen brauchen, um Gemüse zu werden. Schau, Twinkle! Schau, Herr Sonne! Kleine Blätter wachsen. Grüne Blätter. Twinkle, versuch mal, die grünen Blätter herauszuziehen. Sei vorsichtig. Du schaffst es. Eine tolle orange Karotte. Karotten sind sehr lecker. Und auch gesund. Karotten können dir helfen, groß und stark zu werden. Ist das nicht wundervoll? Wir hatten so viel Spaß, Karotten zu pflanzen. Wir brauchten nur Samen, Wasser und Sonnenschein. Tschüss, Twinkle. Hallo, Twinkle. Was machst du, Twinkle? Buddelst du ein Loch? Möchtest du Blumen züchten? Oh, da ist Sandy, die Möwe. Vielleicht möchte sie dir helfen, Twinkle. Ich glaube nicht, dass du die Saat essen solltest, Sandy. Das ist besser, Sandy. Jetzt hilfst du, Twinkle. Wachsen die Blumen, Twinkle? Vielleicht brauchen sie Wasser. Oh, es sieht nicht nach Regen aus, Twinkle. Gut gemacht, Sandy. Oh nein, sie wachsen nicht mehr. Meinst du, sie brauchen mehr Wasser? Was brauchen sie denn zum Wachsen? Ja, Twinkle, sie brauchen auch Sonnenschein zum Wachsen. Eine rote Blume, ist die nicht hübsch? Und diese ist gelb, genau wie du, Twinkle. Eine blaue Blume. Blau ist meine Lieblingsfarbe. Eine schöne orangene Blume. Und dann eine lila Blume. Gut gemacht, Twinkle. Du hast sehr schöne, bunte Blumen gezüchtet. Lass sie uns noch mal anschauen. Rot, gelb, blau, orange, lila. Was für einen tollen Tag wir hatten. Tschüss, Sandy. Tschüss, Twinkle. Hallo, Twinkle. Wow, was für ein schöner Regenbogen. Rot, orange, gelb, grün, blau, indigo, violett. Ich frag mich, was Twinkle mit den Wolken macht. Wow! Sieh mal! Du hast einen Kreis gemacht, Twinkle. Genau wie ein Ball. Was machst du jetzt, Twinkle? Oh, schau! Du hast ein perfektes Quadrat gemacht. Sehr beeindruckend, Twinkle. Gut gemacht. Und nun, was macht Twinkle diesmal? Oh, schau, es ist ein Rechteck. Genau wie ein Bett, in dem du ein Nickerchen halten könntest. Es macht Spaß, aus Wolken Formen zu machen.
Ich frage mich, was Twinkle als nächstes machen wird. Natürlich, ein Dreieck, wie eine Rutsche oder ein Kreisel. Gut gemacht. Was macht Twinkle denn nun? Och, schau, es ist ein Stern, genau wie du, Twinkle. Wow, der Stern winkt uns zu. Ist das nicht erstaunlich und magisch? Ich denke, Twinkle hat all diese Formen sehr gut gemacht und so viel Magie benutzt heute. Gut gemacht, Twinkle. Bis bald. Hallo, Twinkle. Freust du dich, diesen bunten Regenbogen zu sehen? Auf Regenbögen zu fliegen macht so viel Spaß. Vor allem kleinen, abenteuerlustigen Sternen wie dir. Hallo, Sandy Möwe. Bist du hier, um mit Twinkle zu spielen? Wundervoll. Twinkle ist da ganz oben auf dem Regenbogen drauf. Sie hat den Regenbogen als Rutsche benutzt. Wie schlau. Sandy, möchtest du die Regenbogenrutsche auch probieren? Du schaffst es, Sandy. 1, 2, 3, los! Gut gemacht, Sandy. Hallo, Häschen. Möchtest du die Regenbogenrutsche auch hinunterrutschen? Vielleicht finden deine Freunde einen Weg, um dich in ihrem Spiel einzuschließen. Oh, schau, Häschen. Twinkle hat eine Leiter für dich gemacht. Jetzt kannst du rauf auf den Regenbogen hüpfen. Gut gemacht, Häschen. Du hast es bis oben auf den Regenbogen geschafft. Jetzt rutsche runter. 1, 2, 3, los! Du hast es geschafft, Häschen. Du brauchtest nur ein bisschen Hilfe von deinen Freunden. Hallo, Twinkle. Sieh dir diese wundervollen Instrumente an. Möchtest du Musik machen? Schau! Ein Saxophon. Was für ein Geräusch ein Saxophon wohl macht. Wow, das war aber sehr laut. Oh, schau! Zwei Trommeln. Du spielst die Trommeln sehr gut. Kannst du sehr schnell spielen? Wunderbar. Das ist ein sehr schnelles Tempo. Wow, eine Gitarre mit drei Saiten. Was für ein Geräusch macht eine Gitarre? Gut gemacht, Twinkle. Die Gitarre macht ein sanftes Geräusch. Jetzt, wo du Musik machen geübt hast, können deine Freunde vielleicht mitspielen. Kitty Katze, Häschen, möchtet ihr Musik machen? Kitty Katze, möchtest du das laute Saxophon spielen? Häschen, möchtest du die sanfte Gitarre spielen? Twinkle, spielst du die schnellen Trommeln? Jetzt alle zusammen! Toll gemacht! Zusammen seid ihr eine Band und eure Musik ist schön! Ah!
Hallo Twinkle. Hallo Mond. Spielt ihr zwei heute zusammen? Wundervoll. Oh, im Kreis drehen macht Spaß, nicht wahr? Möchtest du das probieren, Twinkle? Gut gemacht. Der Mond hat genießt. Und er wurde lila. Wow, Mond, jetzt bist du grün. Mond, warum wechselst du die Farben? Jetzt ist der Mond orange. Ich glaube, ich kenne ein kleines Etwas, das ihn zum Niesen bringt. Ja, es ist Twinkles magischer Sternenstaub. Kannst du dem Mond helfen, wieder normal auszusehen? Ups, das ist die Farbe Rot. Lass es uns noch einmal versuchen. Großartig! Der Mond sieht wieder aus wie sonst. War das nicht ein lustiges Spiel? Hallo Twinkle! Hast du einen guten Tag? Was ist das, Twinkle? Vorsicht! Du möchtest nicht, dass es fällt. Schau, Twinkle! Das sind bunte Eier. Wie viele sind es? 1, 2, 3, 4, 5 Eier. Was passiert da, Twinkle? Schau, Twinkle, ein kleiner roter Vogel. Sie möchte spielen. Wie viele Eier haben wir jetzt? 1, 2, 3, 4 Eier. Oh, schau, ein kleiner blauer Vogel. Wie viele Eier haben wir jetzt, Twinkle? 1, 2, 3 Eier. Oh, schau, ein kleiner gelber Vogel. Wie viele Eier haben wir jetzt? 1, 2 Eier. Oh, schau, ein kleiner grüner Vogel. Wie viele Eier haben wir jetzt? 1 Ei. Oh, schau, ein kleiner lila Vogel. Oh nein, Twinkle, sie sind alle weg. Bist du traurig, weil du jetzt alleine bist? Schau, sie sind wiedergekommen, Twinkle. 1, 2, 3, 4, 5. Tschüss, Twinkle.